Leute, es gibt einen neuen Kinofilm mit mir. Und da ist echt was los. Rot und welchen noch? Ich mach einfach rot und gelb. Geschafft! Mein neuestes Abenteuer. Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen. Tag. Tag. Darin dreht sich alles um eine rätselhafte Schatzkiste. Und um die Person, die den Schlüssel hat. Das war meine beste Freundin damals. Guck mal, was sie um den Hals hängen hat. Oh, ein Schlüssel. Um das Geheimnis der Kiste zu lüften, ist genau das. Erforsche ich ein paar der magischsten Orte unserer Erde. Ich klettere durch die größte Höhle der Welt. Ein Jumbojet oder so, weißt du, so ein Riesenflugzeug würde hier reinpassen. Das ist ja unglaublich. Und durchquere eine Wüste bei minus 40 Grad. Die Mongolei ist 5-mal so groß wie Deutschland. Ich entdecke eine Bucht, in der ganze Dörfer auf dem Wasser schwimmen. Und fahr auf einem Fluss, der so breit ist wie das Meer. Bist du klar? Ja! Ihr seht schon, das wird mega abenteuerlich. Der Regenwald, der speichert ganz viel Wasser, aber auch Wärme. Willst du da hochklettern? Klar. Auf meiner Reise treffe ich viele neue Freunde. Ein paar sehr schnelle. Die Ampel ist rot. Und ein paar echt langsame. Ich lerne tolle Menschen kennen, die unseren Planeten erforschen. Und die versuchen, ihn zu schützen. Tja, und ob ich meine Freundin finde, bist du Marina? Das Geheimnis der Kiste lüfte, eins, zwei, drei. Und was es eigentlich mit dem Weltraum auf sich hat, das müsst ihr euch selbst angucken. Nicht dein Ernst. Ab Oktober